Hallo, willkommen zu Filmtipps hier bei 3xM. Sprungmarken zu diesem Video findet ihr wie immer unten im Kommentarbereich. Ja, heute habe ich zwei Filme dabei für die Freunde des gepflegten Horrorfilms. Ja, genauer gesagt ist es das Genre des Survival-Horrors, denn in beiden Filmen geht es um einen Überlebenskampf in einer Höhle, in einem Höhlensystem. Und man kann sagen, diese beiden Filme sind eine klitzekleine Filmreihe, eben bestehend aus diesen beiden Teilen. Ein dritter Teil, der war immer mal angedacht, man hat hier und da mal gehört, dass vielleicht ein dritter Teil kommt, aber bis heute ist da nichts umgesetzt und realisiert worden. Vielleicht kommt irgendwann auch noch mal ein dritter Teil. Was man vorneweg auch noch erwähnen kann und was mir ganz gut gefällt, ist, dass der zweite Teil direkt an den ersten Teil anschließt. In der Handlung liegen zwischen dem ersten und zweiten Teil nur wenige Minuten, eine ganz kurze Zeitspanne. Und das lässt praktisch die beiden Filme wie einen Film wirken, wie aus einem Guss. Dazu kommt im zweiten Teil, das Setting ist das gleiche, also es spielt auch in dem Höhlensystem. Gewisse Filmfiguren sind im zweiten Teil dabei, beziehungsweise werden im zweiten Teil erwähnt. Es wird von der Handlung her im zweiten Teil auf den ersten Teil Bezug genommen. Und dann, wie gesagt, der kurze Zeitabstand zwischen dem ersten und zweiten Teil. Also das gefällt mir recht gut, wie diese beiden Filme doch ziemlich zusammenhängen. Und es macht also durchaus Sinn, sich den ersten anzuschauen, dann den zweiten. Aber man kann dazu sagen, es funktionieren auch beide Filme jetzt unabhängig vom anderen Teil. Man kann es sich dann auch anschauen. Es ergibt hier und da auch Sinn. Es funktioniert auch so, aber es macht schon mehr Spaß, den ersten und den zweiten sich anzugucken. Ja, das alles mal vorneweg. Nun kommen wir ja zum ersten Film, den ich dabei habe. Dieser Film ist aus dem Jahre 2005, geht ca. 99 Minuten, hat die Altersfreigabe FSK 18, aber es gibt davon auch eine DVD- und Fernsehversion mit FSK 16. Das braucht man sich gar nicht angucken. In der FSK 16 fehlen ca. 1-2 Minuten gegenüber der FSK 18 Version. Im zweiten Teil ist es noch schlimmer, da fehlen über 5 Minuten. Das macht man nicht. Man schaut sich die Version an, die vom Regisseur angedacht war, die inszeniert worden ist, und man schaut sich keine Version an, wo nachträglich rumgeschnippelt wird, nur um eine niedrige Altersfreigabe zu erreichen, um davon mehr zu verkaufen oder wie auch immer die Gründe sind. FSK 18, sonst guckt man sich hier bei diesem Film nichts an. Regie und Drehbuch ist von Neil Marshall, und das habe ich auch schon oft erwähnt. Häufig, nicht immer, ist es gut, wenn Regie und Drehbuch in einer Hand ist. Wenn der Regisseur das Drehbuch schreibt, der hat im Kopf schon, ja, er weiß schon ungefähr, wie er was machen will, wie er was umsetzen will, und bringt das so ins Drehbuch ein. Und das passt dann auch immer und macht das Ganze recht flüssig. Und das trifft auf jeden Fall auf diesen Film zu. Die Schauspieler, ja, sind eher unbekannt. Also ich kannte da keinen vom Namen her. So von der Schauspieler-Vita einiger Personen kann man sagen, vielleicht noch bekannt, am bekanntesten Natalie Mendoza und Shauna McDonald. Aber ehrlich gesagt, die Namen kannte ich vorher auch nicht. Aber man muss sagen, trotz der unbekannten Namen, die Schauspieler machen ihre Sache gut. Sogar richtig gut, würde ich sagen. Also man nimmt denen die Rollen ab, sie zeigen die Aussichtslosigkeit, die Hilflosigkeit in der Höhle, in dem Höhlensystem. Der Film verlangt auch, sage ich mal, physisch viel von den Schauspielern. Sie müssen so durch Felsspalten krabbeln und klettern. Und ja, doch, man sieht auch im Gesichtsausdruck die Verzweiflung und wie das auch an die Substanz geht. Doch, die Schauspieler, muss ich sagen, sämtliche, die mitwirken, auch im zweiten Teil, sind alle unbekannten Namens, aber machen ihre Sache richtig, richtig gut, so dass das Zuschauen auch Spaß macht, das alles zu beobachten und zu verfolgen. Ja, um welchen Film geht es? Es geht um, ja, vom Namen her wird es den meisten nichts sagen, ich weiß es nicht. The Descent, Abgrund des Grauens. Hier habe ich ein schönes DVD-Steelbook mit einer Bonus-DVD dabei.
Und da lohnt sich durchaus mal ein Blick so ins Making-of. Das ist schon interessant, häufig bei Horrorfilmen mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das ist hier auch der Fall, ist schon interessant. Ja, und vom Namen her, wie ich eben erwähnte, eingefleischten Horrorfans definitiv ein Begriff. Haben wahrscheinlich beide Teile auch gesehen. Aber so Gelegenheits-Horrorfilm-Gucker, sage ich mal, oder die vielleicht eher mal nur so einen Gruselfilm gucken und nicht so einen harten Horrorfilm, ist der Name vielleicht nicht so bekannt. 2005, auch 15 Jahre her, Jüngeren wahrscheinlich noch weniger ein Begriff. Deswegen ist es auch heute, ja, vielleicht auch ein Geheimtipp, diese beiden Filme. Für Freunde, die Horrorfilme mögen, harte Horrorfilme mögen, Survival-Horror mögen, so in der Natur, eben hier eine Klettertour in den Höhlen. Wer sowas mag und den Film bisher nicht kannte, für den ist das vielleicht ein Geheimtipp, da mal einen Blick drauf zu werfen. Worum geht es in dem ersten Teil? Eine Extremsportgruppe, bestehend aus 6 Frauen, macht eine Klettertour in eine bisher unerforschte Höhle, in ein unerforschtes Höhlensystem. Als ein kleiner Einsturz mit Steinen ihnen aber den Rückweg zum Einstieg versperrt, sind sie praktisch gezwungen, immer weiter in das Höhlensystem vorzudringen, um irgendwo einen Ausgang eben zu finden. Im Dunkeln der Höhle merken sie aber nach und nach, dass sie nicht alleine in der Höhle sind. Und dieser Abenteuertrip wird mehr und mehr zu einem schlimmen Albtraum und es beginnt ein kompromissloser Überlebenskampf. Das ist die Handlung dieses Filmes. Von der Story, wie bei den meisten Horrorfilmen, sind wir mal ehrlich, ist es jetzt nicht was groß Besonderes. Aber das ist auch nicht so entscheidend. Denn was der Zuschauer hier geboten bekommt, ist ein klaustrophobischer Höhlenhorror vom Allerfeinsten. Also wirklich extremst spannend, sehr hart und auch teils sehr blutig, will ich gleich dazu sagen. Wer also eher nur mal so leichte Gruselfilme sich anschaut, hier geht es schon härter zur Sache, ist auch schon recht blutig die Geschichte. Der Film beginnt eher ruhig. Ich würde mal sagen, so in den ersten 5 bis 10 Minuten gibt es einen ja, überraschenden Schreckeffekt. Aber dann wird es etwas ruhiger, so eine halbe Stunde lang. Dann werden die Figuren eingeführt, wird eher ruhiger erzählt. Dann beginnt der Einstieg in die Höhle. Dann wird es schon spannender, so nach einer halben Stunde. Dann klettern sie durch Felsspalten, müssen aufpassen, dass sie nicht abrutschen oder wie auch immer. Also es ist richtig spannend dann, schon mal diese Höhlentour. Und in der zweiten Hälfte des Films, so nach 45, 50 Minuten, dann wird es auch horrormäßig richtig, richtig gut. Es wird hart, es wird blutig, es geht zur Sache. Es wird noch spannender, noch gefährlicher für die 6 Frauen in der Höhle. Sie müssen sich noch mehr ja, physischen Dingen aussetzen. Also vollster Körpereinsatz ist dann gefordert. Das ist schon richtig, richtig spannend und richtig gut inszeniert vom Regisseur Neil Marshall. Auch erwähnenswert definitiv die Kameraarbeit, hier im ersten und auch im zweiten Teil. Denn die Kamera ist immer nah dran. Das heißt, der Zuschauer ist mittendrin, mitten in der Höhle, ist bei den Frauen, wenn sie irgendwo in der Felsspalte drin sind, da ist der Zuschauer dabei. Sehr gute Kameraarbeit, immer nah dran. Da gibt es einige Sequenzen, wo man richtig das Atmen der Frauen hört, die Kamera ganz nah am Gesicht. Auch die Toneffekte, wenn man eine kleine Heimkinoanlage hat, so diese verschiedenen Geräusche in der Höhle aus allen Richtungen, kommt auch sehr gut rüber. Aber die Kameraarbeit wollte ich auf jeden Fall hervorheben, finde ich sehr gut in dem Film. Ja, was kann man noch erwähnen? Es gibt hier und da einige Jumpscares, also so überraschende Schreckmomente, die aber hier dosiert eingesetzt werden. Es gibt ja Horrorfilme, wo sowas, sage ich mal, übermäßig eingesetzt wird. Ja, das wirkt dann irgendwie so langweilig, hilflos, billig für einen Horrorfilm. Aber so vereinzelte Jumpscares, wenn die gut passen, wenn sie gut sitzen, sind okay. Und das ist hier der Fall. Ja, was habe ich mir noch auf meinen Spickzettel hier aufgeschrieben? Will ich mal draufblicken. Ja, klar, es ist ein Film, der zum größten Teil in der Höhle spielt. In der Höhle ist es natürlich dunkel. Aber die Kamera
Man erkennt durch die Kamera doch einiges, denn die Frauen haben Taschenlampen dabei, sie haben Taschenlampen oben auf ihren Sicherheitshelmen. Es ist schon gut ausgeleuchtet, wobei ich sagen muss, im zweiten Teil finde ich die Ausleuchtung noch ein bisschen besser gelungen. Man sieht noch ein bisschen mehr, ohne dass das Ganze unrealistisch hell wird. Hier im ersten Teil an manchen Stellen dunkel, aber es passt. Also meine Empfehlung, den Film anzuschauen, auch in einem eher dunkleren Raum, damit der Kontrast zum Fernsehbild eben gegeben ist, dass man eben einigermaßen in der Dunkelheit gut erkennen kann. Also den Film am helllichten Tag anzuschauen, da kann schon passieren, dass man vielleicht manche Dinge nicht richtig sieht, deswegen eher im dunklen Raum. Was natürlich noch mehr den Horror- und Gruselfaktor erhöht, einen solchen Film in Dunkelheit zu schauen. Ja, das soll es zum ersten Teil gewesen sein. Auf jeden Fall Bewertung würde ich sagen, ist es von meiner dreistufigen Kategorie, hier bei diesen empfehlenswerten Filmen ist es die zweite Kategorie, sprich, er gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Die höchste Kategorie, symbolische Top 50, will ich ihn jetzt nicht nehmen. Ja, da fehlt vielleicht noch das gewisse Etwas. Und die niedrigste Stufe, dass man sagt, es ist ein guter, unterhaltsamer Horrorfilm, kann man auch nicht sagen, weil es ist schon mehr. Es ist schon wirklich eine Stufe höher, es ist härter, es ist blutig, es ist spannend. Ich mag es auch so, diesen Survival-Horror, wenn einfach in der Natur, hier in der Höhle, im Höhlensystem, man ums Überleben kämpfen muss. Der Regisseur nutzt sehr gut eben dieses Setting der Höhle, des Höhlensystems, um Dinge einzubauen, die einfach in einer Höhle passieren können. Ne, mit Felsspalten, mit dem Abrutschen, mit dies, eingeklemmt sein und hier und da und hast du nicht gesehen. Also der Regisseur nutzt sehr gut das Setting aus, um noch mehr Spannung zu erzeugen. Und so kann man sagen, als Fazit, ein richtig, richtig guter, spannender, harter, blutiger Horrorfilm für all die, die sowas mögen und die erst recht so Survival-Sachen mögen, in der Natur, Überleben und so weiter, Überlebenskampf, die sind bei diesem Film richtig aufgehoben. Das soll es gewesen sein. Ja, Kritikpunkt habe ich hier noch stehen, habe ich ja schon eben erwähnt. Der Film braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Ich habe ja gesagt, so die erste halbe Stunde, abgesehen von den ersten 5 Minuten, ist so ein bisschen ruhiger erzählt. Aber das ist nicht langweilig. Es ist halt ein bisschen ruhiger erzählt. Figuren werden eingeführt. Nach einer halben Stunde zieht es langsam an. Und so nach der Hälfte ungefähr geht es dann richtig los. Da hat man richtig seinen Horrorspaß. Sage ich mal, Spaß jetzt nicht im Sinne von lustig oder witzig, sondern Spaß von, ja, dass man einfach guten, harten Horrorfilm mag. Okay, das war der erste Film. Und nun kommen wir zum zweiten Film und das ist der zweite Teil. Und dieser ist aus dem Jahre 2009, geht ca. 95 Minuten, auch Altersfreigabe FSK 18. Leider gibt es hier auch DVD-Versionen FSK 16. Finger weg von FSK 16. Hier fehlen sogar über 5 Minuten. Da macht es keinen Sinn und keine Freude, sich diesen Film anzuschauen. Also FSK 18 ist Pflicht bei diesem Film. Regie führte John Harris. Der Film ist als DVD erhältlich, als Blu-ray auch. Aber Streaming-Dienste, muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt so den Film nicht gefunden. Ich habe jetzt nicht überall geschaut, vielleicht gibt es einen Streaming-Dienst. Aber diesen Film per Streaming-Dienst zu bekommen, ist schwieriger als der erste Teil. Der erste, den kann man fast überall bekommen. Hier ist es schwieriger. Falls man ihn doch findet, wie beim ersten Teil, darauf achten bei einem Streamingdienst, dass ihr die FSK 18 Version bekommt. Schauspieler wie im ersten Teil, unbekannte Namen, ich kannte sie nicht. Erwähnenswert ist hier auch Shauna McDonald, die eben auch im ersten Teil mitgespielt hat, spielt auch im zweiten Teil mit. Sonst, wie gesagt, von den Namen her eher unbekannt. Aber es trifft auch hier im zweiten Teil zu, wie im ersten. Die Schauspieler machen trotzdem eine richtig gute Sache, richtig gute Arbeit. Man nimmt ihnen die Rolle ab. Man sieht richtig auch hier, wie verzweifelt die sind und die physische Belastung eben in dieser Höhle mit diesen verschiedenen Momenten, was da passiert in der Höhle.
Also die machen das schon sehr gut, die Schauspieler. Da kann man nichts Negatives dran erkennen. Ja, wie ich am Anfang erwähnt habe, Teil 2 schließt direkt an Teil 1 an. Nur wenige Minuten sind zwischen diesen beiden Filmen, was ich sehr gut finde. Und worum geht es in diesem zweiten Teil? Bevor ich dazu komme, möchte ich euch natürlich auch erstmal das Cover zeigen. Hier haben wir The Descent Teil 2 und man achte hier drauf, ungeschnittene Fassung, Freunde, ungeschnittene Fassung. Und man sieht schon, das Bild hier ist ein wenig roter. Ja, der Film ist noch ein wenig blutiger als der erste Teil. Sage ich gleich dazu, eben wenn Leute eher nur so, ja, eher gruselige Filme schauen, leichte Horrorfilme, da kann es schon für manche ein bisschen zu viel sein. Ich erwähne es nur gleich hier im Video. Im zweiten Teil geht es darum, Sarah wacht ohne konkrete Erinnerung an das Geschehene vom ersten Teil in einem Krankenhaus auf. Der Sheriff des Ortes ist misstrauisch ihr gegenüber, weil sie als einzige Frau von den 6 überlebt hat bzw. aufgetaucht ist wieder und an ihrer Kleidung aber Blut von anderen Personen ist. Und das macht den Sheriff misstrauisch. Sie wird gebeten, also Sarah, mit einem Rettungsteam nun anschließend wieder in das Höhlensystem zu gehen und eben nach den anderen Frauen zu suchen, also dem Rettungsteam zu helfen, weil man davon ausgeht, sie kennt sich ein bisschen aus, sie war da schon drin, vielleicht kann sie da irgendwie manche Stellen zeigen, aber Sarah hat ja einen Teil ihres Gedächtnisses verloren, was am Anfang dann schwierig ist. Und das Rettungsteam und Sarah, wie gesagt, steigen in dieses Höhlensystem hinab und merken dann auch wieder schnell, sie sind dort nicht allein und es beginnt wieder ein wahrer Überlebenskampf in dieser Höhle. Das ist der zweite Teil und wie beim ersten Teil und wie allgemein bei vielen Horrorfilmen. Story ist jetzt nichts Großes, aber hier wieder eher nebensächlich. Der Zuschauer bekommt auch im zweiten Teil wunderbar klaustrophobischen Höhlenhorror vom Feinsten geboten. Es ist extrem spannend, es ist hart, es ist blutig, muss ich wirklich sagen. Aber wer sich darauf einlässt, wer das von vornherein weiß, dafür ist das auch okay, denke ich mal. Wieder hier haben wir das tolle Setting, die tolle Ausstattung eben mit dieser Höhle, mit diesem Höhlensystem. Und auch Regisseur John Harris nutzt einige Dinge aus in so einer Höhle, hat Ideen, was in einer Höhle so Menschen passieren kann, baut das gut ein und erhöht dadurch die Spannung enorm. Dann mache ich mein Spickzettelchen schauen, dass ich auch nichts vergesse, was ich erwähnen möchte. Ja, auch hier die Kamera möchte ich erwähnen. Es ist einfach toll, wie in beiden Filmen die Kamera immer nah dran ist. In jeder Felsspalte, in jeder Ecke hängt die Kamera immer nah dran. Der Zuschauer mittendrin, das erhöht das Ganze noch, erhöht die Spannung, erhöht einfach das, ja, Unbehagen, auch beim Zuschauer. Ganz toll. Und hier kommt noch dazu, positiv zu erwähnen, dass der Film ein bisschen besser ausgeleuchtet ist. Man muss halt darauf achten, es ist ein Film, der in einer Höhle spielt. Man kann nicht zu viel Licht reinbringen, weil es sonst unrealistisch wirkt. Aber hier ist es ein bisschen besser gelungen. Man sieht vielleicht ein bisschen mehr als im ersten Teil. Aber nichtsdestotrotz, im ersten Teil erkennt man auch alles, was man erkennen muss. Hier ist es vielleicht ein bisschen einfacher im zweiten Teil. Ja, was habe ich noch hier zu erwähnen? Ja, man bekommt auch, sag ich mal, ich will ja nicht zu viel verraten vom ersten und zweiten Teil, was dann in der Höhle alles passiert, warum es zum Überlebenskampf kommt, was da alles so in der Höhle ist. Da will ich nicht zu viel verraten für alle, die diese beiden Filme noch nicht gesehen haben. Große Überraschungseffekte gibt es nicht, wobei im zweiten Teil dann hier und da dann doch, wie soll ich sagen, manche Dinge zu sehen sind oder auftauchen, wo man da doch ein bisschen überrascht ist. Aber es ist jetzt nicht ein großer Twist oder so. Was am zweiten Teil mir nicht so gut gefallen hat, geht dann Richtung Ende. Das Ende,
da hat man wohl schon einen dritten Teil im Hinterkopf gehabt. Man hat ein eher ein offenes Ende gelassen, lässt den Zuschauer mit einem Fragezeichen zurück, weil so die letzten ein, zwei Minuten dieses Filmes, ja, da ist so eine Situation, da fragt man sich als Zuschauer, huch, was ist jetzt, was macht der, wieso ist das jetzt so? Man stellt sich schon eine gewisse, die eine oder andere Frage. Und da hat man im Hinterkopf wohl schon gehabt, einen dritten Teil zu machen, wozu es bis heute noch nicht gekommen ist. Ne? Aber das Ende geht auch so, funktioniert auch so. Und das Ende macht jetzt auf keinen Fall den zweiten Teil irgendwie schlechter. Also man bekommt komplett im zweiten Film all das geboten, was man von einem harten Horrorfilm möchte. Und da sind die letzten ein, zwei Minuten jetzt nicht so schlimm. Und vielleicht gibt es ja auch welche, denen das Ende vom zweiten Teil richtig gut gefällt. Ich fand's okay. Hätte mir es ein bisschen anders davor gestellt. Es ist okay. Ne? Mehr kann man dazu nicht sagen zum Ende. Und so will ich auch zum Ende des Videos kommen. Ja, ich sag mal als Fazit zu beiden Teilen. Man kann das so sagen. Es ist, oder jeder muss sich bewusst sein, dass FSK 18 hier Sinn macht. Um es mal so auszudrücken. Es sind harte, teils brutal, blutige Survival-Horrorfilme, die eben einen Überlebenskampf in einem Höhlensystem, in einer Höhle zeigen. Und wenn man sich darauf einstellt, wenn man das weiß, dann kann man sich es anschauen, wenn man merkt, oh, das ist mir dann doch vielleicht ein bisschen zu viel, ich gucke mir nur vielleicht einfache Gruselfilme an, wo ein bisschen gruselt, kann das schon vielleicht ein bisschen zu heftig sein. Ich weiß es nicht. Ne? Aber wenn man sich dann doch diese Filme anschaut, wenn man sich entscheidet, diese Filme anzusehen, dann natürlich FSK 18, weil sonst macht es keinen Sinn. Da werden Dinge weggeschnitten, vor allem auch im zweiten, aber auch im ersten Teil. Da passt dann, sage ich mal, der Handlungsstrang nicht mehr. Dann geht es irgendwo weiter. Fragt man sich wahrscheinlich, ja, wo ist denn jetzt das und warum ist denn das jetzt so? Also, ne, so geschnittene Filme, Finger weg. Wenn man sich entscheidet, die beiden Filme sich anzuschauen, dann FSK 18 natürlich. Okay. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn ihr die Filme schon kennt, kann ja sein, schreibt bitte in den Kommentarbereich eure Meinung. Ansonsten würde ich eher denken, dass das beide Geheimtipps für Horrorfans durchaus sind. Für Fans von richtig harten, deftigen Horrorfilmen. Die werden da ihren Spaß, denke ich mal, haben. Ja, das soll es gewesen sein. Eure Meinung, wie gesagt, in den Kommentarbereich. Ansonsten, bis die Tage, wünsche ich euch einen schönen Filmabend. Macht's gut und tschüss.